Während der Verhandlungen des Pariser Klimaabkommens im Dezember 2015 haben die teilnehmenden Staaten Ziele ausgearbeitet, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels so weit wie möglich zu begrenzen. Das NASA Goddard Institute for Space Studies New York zeigt einen deutlichen Trend der Erderwärmung. Forscher gehen von einer anhaltenden Erwärmung in den nächsten Jahrzehnten aus. Im Pariser Klimaschutzabkommen wurde festgelegt, dass die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau beschränkt werden soll. 2 Grad, das haben wir noch nie, das eine Sensation. Klar ist, dieses Ziel lässt sich nur unter hohem Aufwand realisieren. Um das erreichen zu können, muss ein ambitionierter Klimaschutz betrieben werden, in dem beispielsweise die erneuerbaren Energien ausgebaut, weltweit Urwälder aufgeforstet, alternative Transport- und Mobilitätskonzepte umgesetzt und sich unser Konsumverhalten entscheidend ändert. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, das Klimaschutzziel einzuhalten. Auch du, nämlich indem du Palmölprodukte vermeidest, zum Ökostrom wechselst, auf Fleisch verzichtest, regional, bio und saisonal kaufst, dein Mobilitätsverhalten änderst und aufs Autofahren möglichst verzichtest, Fernreisen vermeidest und mit Strom und Wärme verantwortungsbewusst umgehst und energiesparende Produkte nutzt. Wenn also jeder etwas dazu beiträgt, können wir es schaffen und unser Klima retten.